Sehr verehrte Damen und Herren, wir sind St. Daniels Chor aus Moskau, aus Russland und im Rahmen unserer Weihnachtskonzertreise in Deutschland und Niederlanden 2012. Wir haben hier in dieser schönen Friedenskirche für Sie ein russisches Konzert vorbereitet. Das wird folgenderweise gesungen. Wir singen jetzt drei Gebete aus dem Ritus der orthodoxen Kirche. Dann die Frau Pfarrerin macht eine kleine Ansage, eine kleine Rede. Und dann wir werden Ihnen singen ein paar, drei russische Volksweisen mit Flügelbegleitung und natürlich a cappella ohne Begleitung. Und zum Anfang des Konzertes, Sie werden hören einen Psalm. Dieser Psalm, der Chor singt zum Abendgottesdienst, zum Vesper. Das ist ein liturgisches Gebet, liturgisches Gesang. Und während dieses Gottesdienst, der Priester in der orthodoxen Kirche macht sogenannte große Weihrauchprozession. Und der Chor wird diese Prozession feierlich begleiten mit dem folgenden Gebet. Es kommen die Sätze, die Auszüge aus dem Psalmbuch, aus dem Psalm Nummer 103 für die evangelischen Christen, Nummer 104. Lobe den Herrn, meine Seele. O Herr, mein Gott, wie bist du so groß? Pracht und Hoheit ist dein Gewand. Da du ihn liegig willst wie in ein Kleid, o Herr, wie sind deine Werke so viel? Du hast sie alle in Weisheit geschaffen. Die Erde ist voll deiner Güter. Lobe den Herrn all seine Werke. Lobe den Herrn, meine Seele. Господа все роди Господи, стоящий в храме Господи, во дворе дома Бога нашего, во дворе дома Бога нашего. Возвяжите руки вашего святого и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворив и небо, и землю, сотворив и небо, и землю. Благословите Господа, все роды Господни, стоящий в храме Господни, во дворе дома Бога нашего, благословите Господь от Сиона, сотвори. Благословите Господь от Сиона, сотворив и небо, и землю, сотворив и небо, и землю. Небо и землю.
Bald kommt ja, die Adventszeit, das Zeit der Stille, Zeit des Ruhe. Und in dieser Zeit, in der orthodoxen Kirche davor, sind meine sogenannte Bußgebete. Und nun, es kommt ein traditionelles Bußgebet aus der Adventszeit. Eigentlich, diese Gebete sind in der Chor auch in der Rahmen von Abendgottesdienst, von Vesper, nach dem großen Verbieten. Und Sie werden hören eine Solo von der zweiten Bassist des Chors, der Herr Sergei Archangelski. Er singt eine alte russische quasi Klostermelodie. Das kann man auch vergleichen mit sogenannter Art des gregorianischen Choral. Es wird gesungen so einfach einstimmlich und Refrain, das ist ein ganzes Chor. Und der Titel lautet Das Abendopfer. Воля
Singen im Gesang. Warum? Während des Gottesdienstes praktisch immer existiert quasi geistlicher Dialog zwischen Priester und der Chor. Und mit den Texten, welche werden von der Chor in der gesamten liturgischen Jahr in der Kirche gesungen werden, damit mit denen praktisch kann man das heilige Geschicht komplett rekonstruieren. Es kommt aber eine traditionelle Antwortgesang aus der Lesung. Das sind der auch in der Regel von der Abendgottesdienst, von der kompletten der Adventszeit. Sorry. Nächste Gebete, glaube, sie brauchen keine Übersetzung. Wir singen nun Gebet des Herrn. Vater unser, Otče náš.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen weit weg von allem, aber das Flügel-TV braucht das Mikrofon. Also bleibe ich einfach jetzt stur hier stehen. Liebe Freundinnen und Freunde der russischen Chormusik und liebe Freundinnen und Freunde einer sinnvollen Verkehrspolitik und einer sinnvollen Stadtplanung in Stuttgart. Heute Abend nehmen wir uns einfach mal ein bisschen Zeit zum Abschalten, zum Genießen und zur Freude an diesem ganz besonderen Chorgesang aus der orthodoxen Liturgie, und nachher hören wir auch noch einiges aus der russischen Folklore. Das darf auch mal sein. Einfach ausspannen, und ich merke, ich bin jetzt schon tiefenentspannt von diesem wunderschönen Gesang. Eine Rast auf einem steinigen Weg, und vielen Dank an den Danielschor, dass sie uns diese Rast, diesen Genuss schenken und unsere Sinne und unser Herz erfreuen mit ihrem Gesang. Im Kirchenkalender, jedenfalls der westlichen Kirche, in der östlichen Kirche ist es ein bisschen anders, da ist jetzt auch so eine Art Ruhezeit. Am vergangenen Sonntag war Totensonntag, und in der katholischen Kirche Christkönigstag, da klingt bei uns das alte Kirchenjahr aus, und am kommenden Sonntag ist der erste Advent, da beginnt der Advent, die Vorbereitungszeit auf das erste Hochfest der Christen, der westlichen Christen. Jetzt, also sie feiern Weihnachten ja anders und zu einem anderen Zeitpunkt. Wir nehmen uns die Zeit, um uns vorzubereiten auf das Weihnachtsfest, auf die Feier, das Fest der Geburt Christi. Und ganz am Anfang dieser Vorbereitungszeit, ganz an den Anfang, gehört das Lied und die Geschichte, über die ich heute nachdenken möchte, nämlich die Geschichte von der Verkündigung des Engels an Maria und das Magnificat.
Und natürlich hoffe ich, dass ich auch ein bisschen zur Erfrischung beitragen kann mit dieser Geschichte. Und hier zuerst einmal das Lied der Maria aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Maria singt und spricht dort: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freuet sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat Großes an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen sättigt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er gedenkt seiner Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu seinen Vätern, zu unseren Vätern und Müttern, Abraham und Sarah und ihren Kindern ewiglich. Immer sind Menschen besonders berührt worden von diesem Lied, immer in der Geschichte der Kirche. Sind angesprochen davon, wie diese junge Frau Maria den Bogen der Freude spannt von ihrem persönlichen Glück zum Glück für alle Armen und Benachteiligten, ja sogar die Linie auszieht bis zu der großen Verheißung für ihr ganzes Volk und letztlich für die gesamte Welt. Zu allen Zeiten haben Menschen in diesem Lied sich wiedergefunden. Diese freudige Entdeckung Marias: Mich hat Gott erwählt, mich hat er angesehen, mich für würdig befunden, für wert erachtet, mich eine einfache Frau aus dem Volk, nicht aus reichem oder adligem Haus, ein junges Mädchen aus einem kleinen, unbedeutenden Volk, ganz am Rande des riesigen Weltreichs, des römischen Weltreichs, hier in der abgelegensten Provinz, in einer kleinen Stadt in Nazareth. Hier ist Gott am Werk. Und so singt Maria: Mich, die sonst keiner sieht, mich hat er auserwählt. Und jetzt weiß ich, in den Augen Gottes bin ich nicht nur einfach eine Zahl in der Volkszählungsstatistik der Provinzverwaltung, herumgestoßen von den Behörden. Nein, in den Augen Gottes bin ich wichtig. Zu allen Zeiten haben Menschen sich in diesem Lied wiedergefunden. Und ganz besonders die Armen und die Schwachen. Die, nach denen kaum einer fragt. Sie haben dieses Lied zu ihrem Lied gemacht. Aus diesem Lied haben sie herausgehört: Jeder einzelne Mensch ist kostbar in den Augen Gottes. Er zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Wir werden nicht ewig die Ohnmächtigen und Hilflosen sein. Gott hat eine Schwäche für die Schwachen, für die, die am Rand stehen und nach denen sonst keiner fragt. Das ist die wunderbare und die beglückende Nachricht, und dieses Glück ist zu spüren in diesem großen Lobgesang der Maria. Aber, und auch das wird Maria in ihrem weiteren Leben schmerzlich erfahren, es ist nicht immer nur leicht, mit diesem Gott zu leben. Wer ihm vertraut, dem wird nicht immer nur durchgeholfen. Es wird ihm auch eine Menge zugemutet. Auch Maria wird ja mit dieser Ankündigung des Engels eine ganze Menge zugemutet. Und deshalb braucht sie eine ganze Zeit, um zu diesem strahlenden Lobpreis zu kommen. Das vergessen wir manchmal. So ganz spontan ist das Magnificat nicht aus ihr herausgewachsen.
Das erste nämlich, was wir nach der Ankündigung des Engels von Maria hören, war: sie aber erschrak. Die meisten werden diese Szene der Ankündigung des Engels an Maria kennen, vielleicht auch aus der Kunst, aus Bildern. Sie ist ja viele Male gemalt worden. Die alten Meister des 15. Jahrhunderts, die haben oft Maria dargestellt in einem Zimmer mit holzvertäfelten Wänden, mit kostbaren Möbeln und Kleidern und einem Gebetbuch in der Hand. Und das alles weist hin auf eine behütete Atmosphäre, einen gewissen gut bürgerlichen Wohlstand, in dem die junge Frau geborgen ist. Und nur im Hintergrund ist vielleicht das Fenster offen und man sieht draußen die Natur, die Welt weit weg. Durch die Ankündigung des Engels aber bricht nun etwas herein in ihre heile Welt, das alles verändert. Etwas, das alles durcheinander wirbelt, was bisher so wohlgeordnet erschienen ist. Alles ist mit einem Mal anders. Sie aber erschrak. Wen würde das wundern? Ein Engel, der ihr Ungeheures ansagt: du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären, er wird groß sein. Ein Sohn des Höchsten wird er genannt werden und er wird den Thron seines Vaters David erben. Aber wie soll das zugehen, wirft Maria gerade noch ein. Und gedacht haben mag sie vielleicht: was wird man im Dorf über mich sagen? Was werden meine Eltern sagen? Wird Josef zu mir halten? Und wir wissen ja auch aus dem Evangelium, Josef ist nicht ohne weiteres bei Maria geblieben. Auch er hat einen Engel gebraucht, um seine Rolle in der Heilsgeschichte anzunehmen. Ja, mit dieser Ankündigung des Engels stürzt einiges gründlich durcheinander in Marias Welt. Und es gehört einiger Mut von ihr dazu, um das zu sagen, was heute in unseren Ohren vielleicht ein bisschen demütig und bescheiden klingt. Siehe, ich bin des Herrn Magd, sagt sie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria hat ihren ganzen Mut zusammengenommen und hat Ja gesagt. Mutig und mit einem sicheren Gespür dafür, dass es hier um mehr geht, um viel mehr als um ihre sicherlich großen Ängste und Sorgen. Maria hat Ja gesagt mit einem bewundernswerten Vertrauen auf Gottes Führung und Bewahrung. Sie hat Ja gesagt, aber es ist noch ein sehr vorsichtiges, noch ein fast stilles Ja, denn es ist noch ein weiter Weg. Den nimmt sie jetzt auf sich, ein Weg zu Fuß durch das Gebirge von Judäa, denn sie will zu ihrer Cousine Elisabeth. Jetzt nämlich kann sie nicht mehr bleiben in ihrem holzvertäfelten Wohnzimmer. Es treibt sie hinaus in diese Welt, die sie bisher nur durch das Fenster in der Ferne gesehen hat. Jetzt ist diese Welt da draußen nicht mehr nur pittoreske Natur, jetzt spürt sie den steinigen Weg des Gebirges Judäa unter ihren Füßen. Die Anstrengung, immer neue Berge, immer neue Hindernisse. Aber sie hat sich entschlossen. Sie hat sich auf den Weg gemacht zu ihrer Cousine. Und das machen wir Frauen ja oft. Wenn wir Sorgen haben, besonders wenn es sich um Frauendinge handelt, dann gehen wir zu anderen Frauen. Unter uns können wir manches aussprechen. Und Elisabeth tut ihr gut. Ihre Cousine, sie ist die Ältere, sie ist die Erfahrene und sie spürt genau, was dieses junge Mädchen jetzt braucht. Zuspruch und Unterstützung, jemand, die ihr Mut macht und die ihre Hoffnung bestätigt. Und so spricht Elisabeth aus, was Maria noch nicht zu sagen wagt: gesegnet bist du unter den Frauen, selig bist du, die du geglaubt hast. Manchmal brauchen wir das, einen anderen Menschen, der uns bestärkt und unterstützt, wenn wir uns auf ein Wagnis einlassen.
Auch Maria tut diese Unterstützung jetzt gut. Durch den Beistand und durch die Bestärkung der Elisabeth findet Maria zu dem Jubel und zu der Zuversicht des Magnificat. Traut sich, sich auf Unbekanntes und Unwägbares einzulassen, auf das sie eigentlich nicht vorbereitet war. Woher sie die Kraft und den Mut dazu nimmt, vielleicht weil sie einfach die Gabe der unbefangenen Freude hat. Aus dem Lied, aus dem Magnificat spüren wir den Jubel und den Stolz heraus, die unbefangene Freude. Liebe Freundinnen und Freunde, auch wir haben uns in den letzten Jahren auf den Weg gemacht, heraus aus unseren mehr oder weniger geordneten, mehr oder weniger holzvertäfelten, mehr oder weniger gut bürgerlichen Wohnzimmern, hinaus auf steinige Wege, haben Berge erklommen, haben immer wieder gedacht, jetzt sind wir am Ziel und dann war wieder ein neuer Berg da. Und unsere Kraft durchzuhalten ist schwer auf die Probe gestellt worden. Bis heute wissen wir noch nicht, wann wir endlich am Ziel sind. Ich wünsche uns für die kommende Advents- und Weihnachtszeit, dass auch wir immer wieder wie Maria erfahren, dass wir trotz allem reich beschenkt sind. Beschenkt vor allem Dingen durch andere Menschen, die an unserer Seite stehen, so wie Elisabeth, die uns Mut machen, die uns wertschätzen. Wir brauchen einander. Und deshalb lassen wir uns nicht gegenseitig ausspielen. Das ist etwas, das wir jetzt gerade immer wieder in der Gefahr sind. Sondern im Gegenteil, stützen wir einander, wo immer wir können, und fördern wir am anderen die besten Seiten zutage. Elisabeth hat uns das wunderbar vorgemacht. Bei allem, was an unseren Nerven zerrt, freuen wir uns daran, doch wie bunt und wie kreativ und wie mutig wir immer noch sind und geblieben sind. Freuen wir uns doch über all das, was wir erreichen miteinander, und seien wir stolz auf das, was wir tun. Die Throne der Mächtigen, die wackeln doch schon längst. Und die, die sich für so ungeheuer wichtig halten, die, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn, die werden doch zerstreut. Sicher, wir brauchen viel Beharrlichkeit und Geduld. Deshalb wünsche ich uns diese Gabe der unbefangenen Freude, der Maria. Nicht nur die Steine zu sehen, sondern auch stolz zu sein und froh zu sein über jeden Erfolg, den wir erreichen. Ich wünsche uns in dieser Adventszeit die Erfahrung, dass Gott uns ansieht. Jede und jeden Einzelnen von uns. Und dass jeder wichtig ist. Und dass wir aus der Fülle Gottes leben können. Genug haben. Genug zum Leben und genug zum Weiterkämpfen. Thema Magnificat, Magnificat Anima Mea Domino. Wir haben heute vorbereitet eine besondere Mariengebet, ein bisschen anderer Inhalt, aber ich glaube, das passt auch zum Thema heutiges schöne Predigt. Und danach, der Herr Schäufele erzählt noch ein paar interessante Fakten über die unsere Geschichte zwischen unseren beiden Ländern, und wir singen noch was Besonderes nach. Haben wir das vereinbart. Und dieses Gebet, der Chor singt in der göttlichen Liturgie nach dem Kanon, nach der Eucharistie. Und der Text auf Deutsch lautet: Wahrhaftig und würdig ist es, diese
unzählig zu preisen, auch heilige Mutter Gottes gebären. Sie werden nun hören einen Satz von der Meister, der russische Kirchenkomponist Dmitri Bortnianski. В темпе легко. Aufregend, und dann muss man helfen, dass sowas nicht mehr passieren kann.
Und daraufhin hat sie ihm gesagt, ich muss ein Heim gründen, wo genau diese Frauen, die in so einer Situation sind, aufgehoben sind und hingehen können. Und dann hat sie die Lehrerheime gegründet, die es ja heute noch gibt und die heute zum diakonischen Werk gehören. Sie hat dann, nachdem die Königin Ulrika gestorben war, das Protektorat und die ganzen wohltätigen Einrichtungen übernommen, die unter Ulrika gegründet waren, die aber auch von ihrer Großeltern, die Katharina Kaffmann, gegründet wurden, und hat sich dann intensiv darum gekümmert. Sie hat sich auch dafür eingesetzt, dass die Russen in Stuttgart eine eigene Kirche bekommen haben, die Nikolauskirche in der Seidenstraße, heute Nikolaus-Kathedrale, oder viele wissen gar nicht, dass die Nikolaus-Kathedrale eine Bischofskirche ist und der Bischof von München auch für Stuttgart zuständig ist. Diese großartige Frau hat ein unwahrscheinlich starkes Herz gehabt. Sie hat in der Stuttgart geliebt. Es ist bekannt, dass sie sehr oft ihre Einkäufe selbst gemacht hat. Sie hat ihre Töchter und Töchter selber einkaufen. Und obwohl russische Abstammung, hat sie ein richtig weites Stuttgarter Renaturstätten gesprochen, und wenn sie unterwegs war, sie überall mit den Lenken von Hause schätzen kann. Und die alte Stuttgarter hat noch lange gewohnt, dass sie in die Lehrer unterwegs war und sich mit ihm auf die Straße unterhalten hat, über alltägliche Dinge, wie sie in der Familie gelebt hat, hat die Lehrer interessiert. Die Lehrer hat nämlich ihre Stadt geliebt und hat auch ihre Stuttgart geliebt. Wir haben schon oft gefragt, wie würde die Lehrerheit reagieren, wenn sie sehen müsste, was mit unserem Schlosspark passiert ist. Wenn sie sehen müsste, wie unsere Stadt kaputt gemacht wird, wie die Stadt kurz vor einem Klimakollaps steht. Wenn sie sehen müsste, wie Irina Berg immer mehr zerfällt, ist nur noch eine Frage der Zeit, wie sie wahrscheinlich abbruchfähig ist. Wie hätte sie wohl reagiert? Ich glaube, sie hätte eine Wut kriegen und ich sage, nein, ich kann nicht gehen, so was darf nicht sein. Es war mir ein Bedürfnis, nach zu dem Jahrestag dieser Lehrer hier kurz an sie zu erinnern, wieder zu zeigen, welche großartige Frauen hier in Stuttgart gewirkt haben, die durch ihr Werk bei uns gut vergessen geblieben sind. Der Chor wird jetzt ein Lied singen, ein Lied, das auch eine Brücke ist zwischen Russland und Deutschland, das wie kein anderes Lied diese beiden Nationen vereint. Ich werde
bete an die Macht der Liebe. I believe in the power of love. Das Lied bietet uns, das gibt uns als Symbol. Ob wir zwei Völker in unseren beiden Ländern, ich meine Deutschland und Russland, wir können zusammen mit gleicher Melodie den Herrn Gott Lob preisen. Nun kommt ein kleiner Block mit der Flügelbegleitung. Der Anfang ist der zweite Bass des Chors, das einzige, der kommt aus Sibirien, weil wir alle drei stammen aus Moskau. Und von seiner weit weg entfernten Heimat, stellen Sie bitte vor, von der Stuttgart bis zu Sibirien sind mehrere tausende Kilometer, so eine große Distanz, große Entfernung. Und das ist immer etwas kühler in Russland und der Peter Kielfrost fühlt sich wohl wie zu Hause. Aber doch aus dieser Sibirien, aus dem kalten Klima, wir müssen doch ihre Herzen ein bisschen erwärmen mit einer wunderschönen Stellung als ein Lust von seiner Entwertung.
Vielen Dank. Nun kommt eine russische Volksweise. Es hat auch eine Verbundenheit mit Nordrussland, mit Ostrussland. Diese Melodie ist, glaube ich, in der ganzen Welt berühmt, bekannt. Aber durch diesen Inhalt darf man quasi ein bisschen transparent sehen, ein bisschen oder veröffentlichen die Melancholie von der russischen Seele. Und diese geheimvolle russische Seele, weil da ein bisschen so von Inhalt wissen, der arme alte Kutscher fährt durch die Sibirien, durch die Städte, die Wälder, allein. Das ist alles vorbei. Der träumt nur über die Vergangenheit. Also hat keine gute Zukunft, keine gute Perspektive. Es wird sehr schwer, es regnet, es schneit. Und das einzige Tröstung, welche hat der auf diese furchtbare Reise in Sibirien, ist eine Glocke, welche wird auf dem Pferd aufgehängt. Das wird immer läuten, läuten, läuten. Der muss eigentlich weiterfahren. Ganz allein. Das einsame Glöcklein, ein Solo von der Sergei Kachenko.
Sehr verehrte Damen und Herren, das heutige also fröhliche Begegnung mit dem russischen St. Daniels Chor geht langsam zu seinem Ende zu. Und zum Abschluss diese gemeinsame, schöne, fröhliche Stündchen, wir werden Ihnen singen einen besonderen Segenswunsch. Normalerweise der Chor singt dieses Lied, dieses Gebet, den festlichen Gottesdienst in der Kirche, aber natürlich bei jeder fröhliche, feierliche Anlass, die Russen werden singen sogenannte auf viele Jahre Gebet, auf viele Jahre. Mit diesem Gebet wünschen wir Ihnen alle natürlich auf allererste Gutes Gesundheit. Das ist sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, das Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ein deutsches Stichwort. Wir wünschen Ihnen natürlich Frieden in Ihrer Familie, Gottes Schutz, gesegnete persönliche Adventszeit, gute, sinnvolle geistliche Vorbereitung zum Fest Geburt Christi. Immer gute Laune, schöne, positive Nachrichten und natürlich das alles auf viele Jahre, auf Russisch, na mnogoje leta. Gerne. So, lieber Ulrich, danke zu deiner Begrüßung, für deine herrliche, warme Worte. Ich habe noch vergessen zu sagen, wenn Sie Möglichkeit haben und gelegentlich während des heutigen Anlass, das war gesprochen, die Russen werden alles ein bisschen später machen, beziehungsweise auch Weihnachtsfest bei uns wird 2 Wochen später gefeiert, im Vergleich mit der westlichen Tradition. Wir werden singen am 7. Januar um 10 Uhr, das ist Weihnachtsfest Gottesdienst in der orthodoxen Kirche am Pragfriedhof. Wenn Sie Zeit haben, Sie sind natürlich alle herzlich dorthin eingeladen. Ansonsten, Sie können auch Sie finden unsere Homepage danielschor.de, da gibt es auch
die Termine von uns hier auch in der Umgebung und da gibt es auch Gelegenheit, uns online hören. Und wir würden uns freuen, in der Gästebuch, wenn Sie hören, so Ihre Kritik zu schreiben. So, wir werden dann uns so freundlich online kontaktieren. Und wie gesagt, so, wir haben bei Ausgang vorbereitet die DVDs, die Platten unserer Gesänge. Es war gesungen am Ende Mai 2011 ein Konzert in der Festsaal der Deutschen Botschaft in Moskau. Und dieses Konzert haben wir auf DVD so übergenommen und diese Disken haben wir produziert. Und das ist eine sehr schöne Aufnahme und können Sie dann auch diese Disken gelegentlich käuflich zu erwerben und beispielsweise können Sie da auch so die DVDs weiterschenken als kleine Weihnachtsgeschenk aus Russland. Und wir werden heute uns miteinander verabschieden mit einem Mariengebet, weil das alles, was haben wir in dieser Welt, mussten wir Herr Gott und Mutter Gottes bedanken und auch die Stimmen, die Sänge, ist alles, was dazu gehört. Und eigentlich dieses Gebet, ich glaube, das passt auch so als Zugabe, obwohl das Wort Zugabe finde ich ziemlich so zu modern. Ja gut, aber ja, kann man doch sagen, aber doch, es lohnt sich zu singen, jetzt eine alte russische Mariengebet. Das Melodie kommt von der Herzen russischen Volkes, der Autor ist unbekannt. Gottes Gebärerin, Jungfrau, gegrüßet seist du, begnadete Maria, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, denn du hast der Erlöser unserer Seelen geboren. Я так, что я говорю.